Wenn alles gut geht, ist heute der 30. März 2017 und dieses Video ist online. Das heißt auch, dass ich heute meinen 40. Geburtstag feiere. Gut, 40 zu werden, ist jetzt keine große Leistung. Es heißt lediglich, dass man es geschafft hat, nicht zu sterben. Und für die Durchschnittsmenschen ist das jetzt keine große Leistung. 40 wird man schnell mal. Es gibt aber eine Gruppe von Menschen, eine kleine, für die ist das schon eine Leistung. Einerseits, weil sie vielleicht von vielen für als Adrenalin-Junkies, Idioten, lebensverachtend bezeichnet werden. Man kann aber auch sagen, es sind einfach Menschen, die die Limits ihrer Existenz herausfordern und sehen möchten, was geht. Meistens werden diese mit gewissen Energy-Drinks in Verbindung gebracht. Dann gibt es aber auch die Menschen, die einfach vom Leben gefickt sind. Die irgendwelche Krankheiten haben und nicht wissen, ob sie morgen die Augen noch aufmachen. Das ist gesamtgesellschaftlich betrachtet ein kleiner Teil, aber für die ist das 40. Lebensjahr wahrscheinlich eine Leistung. Für mich ist es auch nicht ganz ohne, wenn ich zurückgehe zu meinem Ursprung. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich eine Diskussion über den Ursprung des Lebens starten möchte. Beginnt das Leben, wenn der Samen ins Ei eindringt oder wenn sich ein paar Zellen geteilt haben? Nein, nein, nein. Für dieses Video ist der Ursprung, auf den ich mich beziehe, der Moment, in dem ich als Mensch den Mutterleib verlasse, sprich die Geburt. Und da möchte ich zurück zum 30. März 1977. In Oberösterreich war meine Mama, sie war 17 und 364 Tage alt. Also ging ich ins Krankenhaus, um mich zu gebären. Die Ärzte waren etwas überrascht, damit sie ihre Schäfchen ins Trockene bringen, haben sie gleich einmal gesagt, ja, das tut mir leid, aber der wird nicht lang, also das haut nicht hin mit ihm. Also ich bin mir sicher, sie haben es auf Oberösterreichisch gesagt, aber wie genau die Wortwahl war, weiß ich nicht. Fakt ist, sie haben mir nicht wirklich eine Chance auf Überleben gegeben. Ich sage das jetzt nicht, um irgendwie Mitleid zu erhaschen, das sind Facts. Wenn das Video jetzt online ist, wissen wir alle, dass ich es geschafft habe. Und zwar 40 Jahre lang. Und ich habe jetzt nicht unbedingt vor, dass es dann am 31. März zu Ende ist. Man weiß es aber nicht. 40 ist schon so ein Ding. Also, mich beschäftigt. Ich muss aber auch sagen, dass ich, wenn man bedenkt, wo ich weggegangen bin, nämlich, dass ich den Tag nicht überleben werde, meiner Geburt und heute hier stehe, glaube ich schon, dass ich ziemlich was erreicht habe. Ich habe Schulabschluss mit Matura, ich habe ein Studium, ich habe am 26. April dieses Jahres feiert meine erste Doku, die ins Kino kommt, Weltpremiere. Ich habe zahlreiche Videos auf YouTube, die auch nicht unbedingt alle scheiße sind. Ich bin Unternehmer, ich werde jetzt nicht gerade reich davon, aber es macht mir Spaß. Und das ist was, was glaube ich nicht jeder von sich behaupten kann. Ja, der Umstand, dass ich hier dieses Video am Friedhof mache, es ist mein schwarzer Humor. Denn am Ende, egal wie viele Geburtstage man feiert, irgendwann enden wir alle da. In diesem Sinne, Happy Birthday to me.